Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Die Fähigkeit hervorragende Kondition wurde im Fähigkeitsmenü freigeschaltet. What? Ach, hier oben. Oder was? Hä? Ach so, du hältst einen zusätzlichen Gesundheitsbalken. Nehme ich. Ah, mir fehlen Punkte. Na gut. So, heute nehmen wir uns... Oh, neue Longius-Aufgabe ist verfügbar. Heute nehmen wir uns vor, auf jeden Fall die Basis einzunehmen. Ich hätte gerne Raketenwaffe mitgehabt, aber hier ist nichts zum Einkaufen. Deswegen werden wir es auch so hinkriegen. Mit unseren neuen Waffen würde das auch wahrscheinlich recht easy sein. Nehme ich mal an. Hier geht gerade wieder voll die Post ab. Aus irgendwelchen Gründen. Ich komme hier gerade nicht so raus, wie ich möchte. So, komm. Ha! Ich bin ein Genie. Ich komme aber nicht so raus, wie ich es gerne hätte. Also nicht so einfach. Frage ist, ob ich das durch das Tor kann. Verzieht euch, Schweine. Macht mir keinen Stress. Och komm, ich bitte euch. Geht doch. So, Fahrzeuge haben wir hier nicht. Was? Du willst die Unterwäsche haben? Ist das krank. Fahrzeug haben wir jetzt gerade noch nicht hier. Aber hier ist was. Gut, die beschweren sich über einen Adler, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so grausam sein. Hier sah die Railrunner von einem geheimen Ort aus, für den Sender Flyers Kyrat. Vor einer Weile bat ich euch mitzuschreiben, was Adamin eurer Meinung nach in seinem Goldminen versteckt. Ich dachte echt, das wäre eine lustige Rubrik. Ich wende mich an die Fans und ihr schreibt mir zurück. Ich muss sagen, ihr hattet ein paar ziemlich interessante Theorien. Und mit interessant meine ich völlig bescheuert, total bekloppt. Ganz ehrlich, Leute. Okay, also hier kommt, was Aziz geschrieben hat. Und ich denke mir das nicht aus. Aziz schreibt, Pagan versteckt eine geheime Armee von Untoten in den Minen, die er von den Echsenmenschen bekommen hat. Die unterläuft das Leben. Oh, toll. Pagan als Mitglied der Illuminaten. Nein, ist er nicht, Aziz. Er ist keiner von den Illuminaten. Ist das klar? Okay. Ihr schreibt Nadish. Pagans Minen sind voller goldener, angemalter Bleibarren. Das ist richtig mies. Richtig miese Scheiße, Nadish. Pagan hat wesentlich mehr Geld, also echt. Das weiß ich von der Freundin der besten Freundin meiner Cousine. Na toll. Über drei Ecken also. Vielen Dank, Nadish, für deine verlässliche Quelle. Okay, wir gehen nicht über die Brücke. Auf keinen Fall gehen wir über die Brücke. Es fällt mir im Leben nicht ein, darüber zu gehen. Wir gehen hier runter. Bagadu. So, wir können nämlich hier eiskalt hochklettern. Zack. Und ich würde versuchen, am besten mal die Alarmanlagen auszuschalten, weil die nicht gesund sind. Kommt wahrscheinlich wieder ein Hubschrauber an. Hab ich auch keinen Bock drauf. Wir haben einen Sniper mit Schalldämpfer. Wir haben unsere Armbrust. Und wir sind eigentlich perfekt ausgestattet. Wir können sogar die Dicken vernichten von hinten. Also ich meine, was soll noch schief gehen? Außer dass hier vielleicht 1000 Minen rumliegen oder so, ne? Könnte ja sein. Können wir hier irgendwo hoch? Und wieso steht hier ein Fahrzeug? Zur Flucht? Das ergibt keinen Sinn. Hier ist nicht mal eine Straße. Aber gut, wir haben hier anscheinend einen Schleichweg gefunden und das hier sieht aus wie eine Höhle. Das ist eine Höhle. Freunde, das ist der perfekte Weg. Und schon sind wir drin. Lasst uns mal gucken, ob wir vielleicht schon eine Spritze herstellen. Oh, wir können keine Spritze mehr herstellen, ne? Shit. Okay, die sind zu zweit. Da hinten ist schon mal die erste Alarmanlage. Gucken wir mal, ob das auffällt, wenn wir sie erschießen. Okay, trotz Schalldämpfer ist das verdammt laut. Das war kein Mensch. Wir haben die ungefähre Richtung. Findet ihn. Aufpassen. Passt mal ruhig auf. Wenn ich mit dir fertig bin, ist nichts von dir übrig.
Das wollen wir noch mal sehen, ob du mit mir fertig bist. Okay, sagen sie nicht, die Alarmanlage aktivieren, ist mir das eigentlich scheißegal. Oh, da ist ein Dicker. Ich brauche die zweite Alarmanlage. Sonst traue ich mich nicht. Irgendwen habe ich detected, aber ich weiß nicht wen. Ja, ich verarsche euch. Den Dicken lassen wir mal den Dicken sein. Ich muss die Alarmanlage finden. Mörser. Das zu dem. Aber wo ist die Alarmanlage? Ist der allein da unten? Der ist mir zu riskant wegen der Reichweite. Ist vielleicht die zweite Alarmanlage genau da? Ich weiß nicht, ob ausgeschaltete Alarmanlagen nicht mehr auf der Karte sind. Ne, die haben wir doch, oder? Oh Gott. Oder haben wir eine andere? Ne, die haben wir da hinten. Sehr schön. Kümmern wir uns erstmal um den Dicken. Bei allem! So eine Kugel ist schneller! Scheiße! Wo wusste er, wo ich bin? Ist mir egal. Der wird mich schon vergessen. Scheiße, ich bin voll in der Falle. Du bist Gott armselig. Ich krieg dich sowieso. Das wollen wir doch mal sehen. Nicht, wenn ich dich zuerst kriege. Sehr schön. Den hätten wir. Da war einer. Dich habe ich gesehen. Ist ja wirklich überhaupt gar nicht so wirklich schwer bewacht, ne? Hier ist eine Glocke. Ich habe hier schon voll die Paranoia. Ich glaube, der ist hier runtergegangen. Ein Dicker. Holy shit. Das war ein bisschen knapp. Nur ein bisschen. WTF? Okay, das war recht easy, muss man schon sagen. Ah, kein Alarm, aber dafür wurde ich entdeckt. Ein Zeichen der Stärke. Boom. Schauen wir doch mal gleich mal nach. Auf der Xbox 360 ist das viel einfacher zum Nachschauen, ne? Das ist unglaublich. Hallo? Willst du nicht reagieren? Was ist das für ein Zeichen? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein paar Nachrichten. Was nicht wirklich erstaunlich ist. Nur ist tot und ihre Festung in unserer Hand. Die Army-Präsenz im Süden ist geschwächt. Gut gemacht, Sohn von Mohan. Bitte. So, da hier gleich ein Gyrokopter ist, benutzen wir den noch gleich. Wir wollen nämlich, weil das so schnell ging, direkt woanders hingehen. Und zwar möchte ich erstmal Folgendes machen. Wir gehen erstmal auf die Karte, das war schon richtig, und dann aktivieren wir den Filter. Das mache ich immer beim Sammeln. Da stelle ich alles mögliche aus, obwohl das kann erstmal bleiben. Das kann alles aus. Badra, und hast du nicht gesehen, brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Arena brauchen wir nicht. So, das kann alles weg. Wer braucht denn so einen Scheiß? So. Ist schon viel aufgeräumter, ne?
So kann man leben. Wir haben Yogi und Regi. Longius, wo ist Longius? Ich weiß, dass wir Longius auch noch hatten. Herc. Toll, Herc ist auch noch am Start. Hier ist der Ball. Hätte schwören können, dass wir Longius haben. Aber der hätte uns wahrscheinlich hierher geschickt. Oder? Schon möglich. Weil ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der hätte uns hierher geschickt. Na gut. Belassen wir es dabei. Wieso fliegen wir darüber? Das sind 3000 Kilometer, 3 Kilometer. 3000 Kilometer, was ist denn das? 3 Kilometer. Das ist mir doch ein bisschen zu weit weg. Stattdessen werden wir einfach dabei hinfliegen zu Yogi und Regi. 10 Minuten haben wir diesmal knapp gebraucht. Das war echt faszinierend. Erschreckend sogar. Gut. Mit den neuen Waffen eigentlich gar kein Problem. Moment. Ich würde sagen, Munition aufstocken und einen Granatwerfer vielleicht schon. Die Raketenwerfer kaufen. Oder besorgen. Gekauft ist er ja schon. So, verkaufen wir mal den ganzen unnützen Kram. Und kaufen uns Raketenwerfer. Das ist nicht der Raketenwerfer. Ja, wir haben nur die Billigversion, ich glaube die gute. Werden 4 Aufgaben von Typ Longius. Ach, Dreck. Naja. Gut, gibt's Schlimmeres. Wir werden Longius, glaube ich, noch zweimal treffen oder so. Hoffe ich zumindest. Ach, Mist, ey. Mist. Wir hätten schon mal eine Aufgabe mehr gehabt. Wir müssen darauf achten, dass wir Longius immer zuerst machen. Bevor er wieder verschwindet. Der Sack. Haut einfach ab. Wir sind los. Reimt sich sogar. Jay, willst du noch einen Zug von dem guten Stoff? Oh ja. Und diese neue Ladung ist definitiv richtig guter Stoff. Wie heißt sie? Hot Rocks? Ja. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Mein was? Oh, scheiße! Was zum Teufel? Also, ich merke nicht allzu viel davon. Hm. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. Na, no, frag mich doch wenigstens. Ich werde jetzt mal. Übrigens sieht er recht aus wie ein Kumpel von mir. Das macht mir immer so viel Angst. Weil er genauso drauf ist. Wo zum Teufel landen wir jetzt schon wieder? Und was gibt's diesmal? Resistenz gegen Schüsse? Bin ich jetzt ein Superheld, der gegen 50.000 dicke Typen antreten muss, gegen diese Kackbratzen? Wunderschön. Na, wenigstens haben wir eine Waffe diesmal. Immer wieder der gleiche Scheiß mit den Jungs, ne? Ja. Wow! Immerhin sind keine Bären in der Nähe. Ich brauch Bären! Mach keinen Scheiß! Okay, deine Ausrüstung sowie Yogi und Regi sind verschwunden. Findest du. Was soll daran jetzt so schwer sein? Und was habe ich bekommen für ein Zeug? Ich weiß es nicht. Die Tiere brennen! Warum brennen die Tiere? Was zum Teufel? Lass mich doch in Ruhe. Reggie, seid ihr das? Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Was? Die brennen alle. What the fuck? Dann fliegen wir ein Stück. Was geht hier ab?
Na, immerhin haben wir zwischendurch mal einen Ort entdeckt. Kann man ja auch mal gerne machen. Das heißt, wenn ich sie abknalle, fangen die Leute an zu brennen. Ah ja. Oh, nicht schon wieder. Wo? Holy. Ich wollte den Wagen noch benutzen. Was ist hier los? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ach, den brauchen wir nicht, diese 200 Meter, obwohl doch. Komm, nehmen wir. Der Vogel brennt da oben auch. Was ist hier los? Hier brennt alles. Komm, nehmen wir den Wingsuit. Der ist ein bisschen schneller. Und wir müssen da sowieso gleich runter. Also mache ich mir keinen Stress. Oh. Unser Freund, Onamshiwa. Er kommt von weit her und sucht Antworten. Wir können ja. Was geht hier ab? Das könnt ihr mir gerne mal verraten. Achso, die explodieren, weil sie diese Feuerwerfer sind, ne? Die sind alle verbrannt. Hä? Oh Gott, ich brenne gleich. Ich höre eine Maske. Frag mich nicht, wieso. Das war easy. Wo soll diese Maske sein? Ich hab dich gewonnen. Okay, das war verdammt crazy. Ich habe auch keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Was ich damit eingesammelt habe, ich habe keine Ahnung, Alter. Es ist verwirrend. Yogi und Rigi, komm, gehen wir nochmal hin. Seltsam. Egal. Ging auf jeden Fall relativ schnell. Können wir gleich noch eine mitnehmen. Mal gucken, Fähigkeitsmenü erstmal, ne? Wir haben jetzt die 3 Punkte für mehr Leben. So, beende die Mission Vergeltung. Dann kriegen wir 6. Komm schon! Atme! Zurücktreten, AJ! Ich weiß, was ich tue! Ich verarsche mich, die Jungs. Oder? Was haben die denn versucht? Alter, hat's geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt, was meinst du denn? Oh, also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein. AJ ist dran. Stimmt, das ist er. Keine Sorge, AJ, bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubby-Bubby. Weil's nirgends so nass ist, wie da unten, wo's nass ist. Darum war da einer auch fast tot. Dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Nein! Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Danke, ihr Arschlöcher. Pass auf, dass es hier nicht gleich anfängt zu brennen. Und dann tanzen die einfach. Alter, ich bin am Sterben. Schweine. Ich hoffe, ich kriege irgendwie Nutzen daraus, was die da machen. Ich weiß nicht, wie sie dieser brennende Wald gebracht hat, aber naja, gut. Jetzt mache ich eine Höhle auf.
Wieder keine Waffen. Wunderschön. Da liegt was. Hubli, Bubli. AJ, Reggie hat ein bisschen zu viel von dem Zeug genommen. Er kauert auf dem Boden und murmelt etwas von einem einarmigen Posaunenspieler. Und von Kühen. Ich kann nur sagen, viel Glück, Alter. Ich bin sicher, alles wird super gut. Wir warten wie immer auf dich mit all deinen Waffen und den ganzen Krempel. Danke, ihr Arschlöcher. Einfach danke. Ist doch bestimmt der Ort, wo ihr einmal wart, oder? Jetzt muss ich tauchen. Euer Ernst? Hier ist ein Auto. Eine Statue. Was zum Teufel? Ich glaube, das ist eine Spritze, um länger zu atmen. Im Wasser. Möglicherweise eine Spritze, die den Puls senkt. Deswegen war er auch ohnmächtig. Natürlich, er war mit seinem Kopf unter Wasser. Das heißt, es wird definitiv etwas sein, um länger zu tauchen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Und mit dieser Erkenntnis beenden wir die Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.